Hallo und herzlich willkommen bei Lost in Urban Jungle, dem Kanal rund um Freizeitaktivität im Rhein-Main-Gebiet. Heute möchte ich euch kein Produktreview geben, sondern einfach meinen Erfahrungsbericht und die Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe. Und zwar das Thema Bogen oder Bogenschießen als Allgemeines. Hauptsächlich ein Compound-Bogen, den ich mir geleistet habe. Nichts Tolles, um Gottes Willen. Also nicht erwarten, dass ihr jetzt hier einen 5.000 € Compound-Bogen seht. Nein, also vielmehr ein Produkt um die 100 €. Und warum ich mich dazu entschieden habe, das möchte ich euch jetzt mal ganz kurz erklären. So vorab. Also, ich habe angefangen mit einem Reiterbogen. Den habe ich liebevollerweise von meiner Partnerin geschenkt bekommen, weil ich mich die ganze Zeit schon rumgedrückt habe, um einen Bogen zu kaufen. Und sie hat mir einen Gefallen getan, hat mir den gekauft, den ich wollte. Und macht Spaß auf jeden Fall. Intuitives Bogenschießen sowieso Top-Angelegenheit, gerade für Geist, Körper, um einfach mal ein bisschen runterzukommen. Und hier im Hintergrund seht ihr eine Gegend, wo ich das auch gemacht habe, mit meinem schönen Rubens-Zelt. Kommt auch noch mal ein Review. Und ja, worauf will ich hinaus? Ich habe mit diesem Bogen angefangen, habe mir meine ersten Basics erarbeitet. Ja, Thumb Release hauptsächlich. Thumb Release für die, die es nicht wissen: Man hält die Sehne mit dem Daumen fest, verankert den Pfeil mit Sehne und schießt Daumen, Daumen. Nicht mediterran über den Handrücken, sondern über den Daumen. Ist eine Technik für sich. Viele können damit nichts anfangen, weil ein moderner Recurve-Bogen oder sowas diese Möglichkeit gar nicht hat. Auf jeden Fall, damit habe ich angefangen. Dann habe ich meiner Tochter das alles schmackhaft gemacht und sie hat sich für einen Compound-Bogen entschieden mit 12 Pfund. Und zwar, eine Sekunde, dieses kleine. Ernsthaft? Naja. Es ist grün, ich habe einen Greenscreen, wie ihr wohl schon bemerkt habt. Und naja, stört euch nicht daran, dass man es teilweise dann nicht mehr sieht, aber auf jeden Fall, es geht um dieses kleine Modell. Hat runde Rollen, keine nierenförmigen, wie man es von modernen Compound-Bögen kennt. Auf jeden Fall, dieser Bogen war für sie oder ist für sie noch ein bisschen schwer zu ziehen. Daher habe ich mir dieses gute Stück geschnappt und habe einfach mal mit meinen Pfeilen geschossen. Und siehe da, ich habe echt gute Ergebnisse damit erzielt und das sogar auf relativ weite Distanzen. Also von 20 Meter schafft dieser Bogen ganz locker. Was heißt ganz locker? Man muss schon ziemlich hoch anhalten, aber wenn man intuitiv schießt und nicht über da, so kleine Pins, wo die Höhe angibt und dann mit Peep Sight heißt das, glaube ich, deutsche Übersetzung Lochkorn, glaube ich. Zumindest ist es so beim Gewehrschießen. Habe ich hiermit angefangen. Und was ich ganz schön fand, ist dieser Moment, hier ist es richtig schwer, dieses typische Compound-Verhalten und dann wird es leicht. Bumm, dieses, das kennt ihr aus allen anderen Videos, bumm, dass es dann so macht. Auf jeden Fall hier hinten habt ihr nur noch ein Mini-Gewicht zu halten, der sogenannte Let-Off. Und das hat mich fasziniert, im Gegensatz zu einem Recurve-Bogen, den ich mir auch noch anschaffen werde, ganz, ganz klare Sache. Ja, und da habe ich mir gedacht, wenn ich mit dem schon so gut schieße, gucke ich doch mal, ob ich einen für die Erwachsenengröße finde. Jetzt habe ich das Internet durchstöbert und Millionen Einträge gefunden, wie man sich's denken kann. Und auf jeden Fall habe ich mir dann Gedanken gemacht, was will ich haben, was brauche ich. Und ich muss nicht anfangen mit Tausenden von Euro. Ich fange ganz klein an und vielleicht wachse ich irgendwann mal, wenn es mir wirklich dann Spaß macht und ich damit klarkomme. Aber ich denke, ich werde eher im intuitiven Bogenschießen bleiben. Dafür langt ein schlichter Recurve-Bogen oder ein Reiterbogen, wie ich ihn eh schon besitze. Allerdings hat der 25 Pfund für den Anfang wunderbar. Nur meine Rückmuskulatur, meine Muskulatur insgesamt hat sich jetzt schon weiterentwickelt durch das kontinuierliche Nutzen. Und da sind 25 Pfund für mich mittlerweile auch schon ein bisschen wenig. Und ich kann an die 30 bis 40 Pfund gehen. Das ist eine große Lücke dazwischen, je nachdem, wie der Bogen sich ziehen lässt, ob sie den sogenannten Stack haben, dass irgendwann so, naja. Ich denke mal, die einen oder anderen von euch können damit was anfangen. Jetzt, wozu habe ich mich entschieden? Gucken wir mal. Und zwar den hier. Ist nichts Besonderes, um Gottes Willen. Der eine oder andere wird ihn auch schon erkennen. Ist ein Amazon-Produkt,
also nicht direkt von Amazon, aber dort bestellt, wird unter unterschiedlichen Namen dort geführt. Im US-Bereich heißt es wohl SAS Search oder Searchender. Bin mir nicht ganz sicher, ich habe nur ein paar Videos auf YouTube davon gefunden. Auf jeden Fall, der hier ist von, wer war der Vertreiber? G8NS oder sowas. Ich glaube, das soll sowas heißen wie Good Night. Keine Ahnung. Ist in China irgendwo ansässig und von dort aus kam er auch. Also, aber relativ zügig. Also ich habe jetzt gewartet eine Woche. Das war Hammer. Auf jeden Fall, dieser Bogen ist ja baugleich mit ziemlich vielen. Es gibt wohl einen Haupthersteller und unterschiedliche Reseller, die dann ein bisschen was dazu packen oder wegnehmen oder wie auch immer. Ihr findet den im Bereich von 100 € bis 140 Euro. Bei 140 Euro ist halt noch ein Köcher mit dran und Firlefanz, Firlefanz. Qualitativ, da komme ich gleich drauf, aber jetzt erstmal technische Daten. Wen interessiert, ist okay, bleibt dran. Der Rest kann erstmal ein bisschen weiter springen nach hinten. Auf jeden Fall, das ist das Modell. Nicht wundern, warum ich jetzt meinen Blick so hoch wende. Ich habe mir da nur was hingehängt, wo ich ablesen kann, weil alle Daten im Kopf haben kann ich auch nicht. Auf jeden Fall, das Modell heißt Hotaka und vertrieben wird es von Kyodo oder Kyodo Modell Hotaka. Soviel ich mich erinnere, auf der Verpackung steht Angelo oder Angelo Arms, Angelo Arms, irgend sowas. Das wird wohl der Hauptvertrieb sein. Auf jeden Fall technische Daten. Der maximale Auszug ist 29 Zoll. Also wenn ihr sehr groß gewachsen seid, passt drauf auf oder messt vorher mal eure Auszugslänge. Denn wenn ihr mehr habt wie 29, ist dieser Bogen nicht geeignet, weil ihr müsstet euch dann ein bisschen komisch hinhalten. Euer Ankerpunkt ist nicht da, wo ihr ihn erwartet oder wo es natürlich für euren Körper ist. Lasst es. Auf jeden Fall 29 Zoll Auszuglänge. Er ist einstellbar. Mal gucken, ob ich es zeigen kann. Er ist einstellbar in drei Stufen. Hier. Komm, stell scharf. Moment, ich muss mal ganz kurz. Da. Ich habe selber schon mal rausgefiltert, weil diese Informationen findet ihr nicht im Handbuch. Das Handbuch ist etwas mager ausgestattet. Ich kann es euch mal zeigen. Da. Ein kleines Blatt Papier. DIN A4, gefaltet. Findet ihr hier Informationen. Von hier keine. Sprich, das ist eigentlich nur eine kleine Auflistung. Wie heißt was an dem Bogen? Ui, und jetzt habe ich da kein Licht mehr. Warum habe ich hier kein Licht mehr? Das ist Kacke. Na komm. Komm, stell dich wieder ein. Ist mein erstes Video. Ich arbeite noch an der Technik. Auf jeden Fall geht es darum, welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es? Ich habe im Internet Videos gefunden zum baugleichen Modell. Auf jeden Fall wurde dort mir halt erklärt, oder ich habe mir es raus erklärt, dass diese drei Rillen, die ihr gesehen habt, dafür da sind, um den Maximalauszug einzustellen, also eure Draw Length. Ja, ist von 27, 28 und 29 einstellbar. Ihr braucht allerdings eine Bogenpresse, wo ihr das ganze Ding drücken könnt, damit die Sehne bzw. die Kabel locker werden, damit ihr die dann eine Raste weiter oder davor einstellen könnt. Das dazu gesagt. Ausgeliefert wurde er mit 28 Zoll. Das passt bei mir wie Faust aufs Auge. Das war in Ordnung. Ich musste also nichts einstellen. Aber ich fand es interessant zu wissen, man kann ihn einstellen, wenn es denn nötig ist. Oder wenn man Lust darauf hat, sich damit auseinanderzusetzen, kann man noch Feintuning betreiben. Gut. Das Zuggewicht, wo viele Menschen drauf abfahren. 80 Pfund, 90 Pfund, 120 Pfund. Power, boah, Kriegsbogen. Nein, das ist ein Sportgerät. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich selber weiß, 30 Pfund ist bei mir momentan gut, aber ich kann auch höher gehen. Komfortzone endet bei definitiv 45 Pfund. Dann schieße ich vielleicht 30 Pfeile und dann fallen mir die Finger ab und meine Muskulatur verspannt sich, will keiner. Auf jeden Fall, der Bogen hat 55 Pfund im Auslieferungszustand, kann aber runterreguliert werden bis 40 Pfund, indem man, wie bei fast allem, hier und hier die Schraube.
rückwärts dreht, also wieder rausdreht. Dadurch verändert sich hier die Vorspannung und dadurch habt ihr weniger Zuggewicht. Ich bin hingegangen, mal gucken, ob ich es euch zeigen kann, und habe im Auslieferungszustand geguckt, ist sie ganz reingedreht, die Schraube? Ja. Dann bin ich hingegangen und habe mir zum Mittelpunkt einfach was angerissen, also einfach einen Nagel genommen und einen Strich drauf gemacht. Seht ihr das? Da seht ihr es. Ich habe im äußeren Bereich eine Markierung gemacht und im inneren Bereich, weil ich wissen wollte, ob das Außen sich immer mitdreht oder nicht. Auf jeden Fall, innen die Schraube ist euer Anhaltspunkt. So kann ich sehen, dass ich immer hundertprozentig eine Umdrehung mache oder nur eine halbe Umdrehung. Und dann weiß ich, ich bin immer perfekt links und rechts oder oben und unten. Warum? Wenn ihr eine Seite zu viel spannt, hat das einen Einfluss auf eure Flug. Kurve oder der Bogen wird unterschiedlich beansprucht und Mechanik mag das nicht. Die mögen immer Kontinuität, wie wir in unserem Leben ja eigentlich auch mögen. Und einstellen, wie gesagt, links rum lose, rechts rum reindrehen, härter. 55 bis 40 Pfund. Ich schieße meinen momentan auf 45 Pfund, da er einen sehr coolen Let-Off hat. Let-Off, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist der Moment, wenn jetzt hier gerade fängt es an, aber weiter nach hinten raus wird es immer leichter. Und zwar, dieser Bogen wird ausgeliefert oder nicht ausgeliefert, wird gesagt, er hat 70% Let-Off. Schöne Zahl. Was heißt das? Ein Let-Off von 70% sind bei 25 Kilogramm, sprich 55 Pfund, also 25 Kilogramm müsst ihr ziehen, sind 70% Let-Off, was ihr verliert. Also ihr müsst zum Schluss nur 30% von diesen 25 Kilogramm halten. Sprich 7,5 Kilogramm. Oder, Moment. Ah, bei meinem Zug. Nee, Moment. Was habe ich mir da ausgerechnet? Manchmal ist man ein bisschen merkwürdig. Ach ja, okay. Bei 55 Pfund sind es also 16,5 Pfund, die ihr halten müsst. Entspricht 7,5 Kilo. Jetzt habe ich meine eigene Rechnung wieder gerafft. Okay, ich nutze 45 Pfund, also habe ich ein Zuggewicht von 20,5 Kilo mit einem Let-Off-Gewicht von 6 Kilo, die ich zum Schluss halte. Und 6 Kilo auf den Fingern, das ist nicht ist nicht viel. Also ihr haltet es wesentlich länger aus und ihr steht dann auch wesentlich entspannter. Im Gegensatz zu einem Recurve-Bogen, je weiter ihr zieht, umso härter wird es und es wird nicht weniger. Deswegen habe ich mich halt für einen Compound-Bogen entschieden. So viel zum Let-Off und technische Daten. Fallgeschwindigkeit habe ich selber noch nicht gemessen. Ich habe die Technologie nicht dafür, also einen Chronographen oder sowas habe ich nicht hier. Will mir eigentlich auch keinen anschaffen, weil das ist alles nur subjektiv, meiner Meinung nach, was Fallgeschwindigkeit angeht. Klar, wenn der Fall zu langsam ist, habt ihr weniger Reichweite, etc. etc. Aber solange der Fall sauber fliegt und ihr euer Ziel trefft, ist die Geschwindigkeit doch relativ. Klar, je mehr Pfund, umso schneller, aber umso eher müsst ihr auf eure Pfeile achten, welche ihr habt. Anderes Thema, Spine, ganz egal, gibt es hier Kollegen von mir, die machen ganz viel darüber, informiert euch da. Auf jeden Fall, die Fallgeschwindigkeit wird angegeben mit 702 FPS, also jetzt nicht Frames per Second, sondern Feet per Second. Eine Geschwindigkeitsangabe, die halt im europäischen Raum wenig benutzt wird, wir haben Meter die Sekunde, daher 207 FPS umgerechnet sind 63 Meter die Sekunde. Ist nicht wenig, aber ist auch nicht viel. Also es gibt Bögen, die haben 315 Feet per Second, also beziehungsweise an die 300 Meter, nein, 300 km/h, aber nicht 300 Meter die Sekunde. Das wäre schon echte Waffe mäßig oder jetzt habe ich mich verzettelt. Egal. Das Bogengewicht an sich ist nicht leicht. Ist nicht leicht, dadurch, dass der Riser, also das Mittelstück, aus Aluminiumdruckguss ist. Also die Verarbeitung ist in Ordnung. Man sieht es halt hin und da, ist mal nachgeschliffen worden und dann drüber lackiert. Es ist jetzt kein Quality-High-End-Produkt, wo man sieht, dass CNC gefräst ist, wer darauf steht. Und CNC heißt nicht gleich gut, das heißt nur kontinuierlich. Billig ist anders. Auf jeden Fall, man sieht überall Drucknasen, Druckgussnasen, da sieht man sie. Da, da, hier und hier und überall anders. Ist eine normale Sache, aber vollkommen in Ordnung. Die Limbs oder beziehungsweise die Wurfarme sind aus
auf komprimiertem ABS, also ein Polymer, ein Thermoplastpolymer, genau gesagt. Also passt auf, wo ihr ihn lagert. Im Auto und ihr geht mal im Sommer ins Schwimmbad und das Ding liegt noch drin, und weil ihr nachher ein bisschen Bogenschießen gehen wollt, das Ding ist nachher verformt. Ihr habt dann keine Power mehr. Also Polymer, Thermoplast heißt, ab einer gewissen Temperatur könnt ihr ihn verformen. Nicht gut bei Temperaturen. Bei hohen Temperaturen. Normale Temperaturen im europäischen Raum kein Problem, aber im Auto wird es halt mal sehr schnell sehr warm. Also, so viel dazu. ABS, kein Carbon oder sonstigen, nichts Teures. Was ganz schön ist bei dem Bogen, wenn ihr mal genau hinguckt, ich weiß nicht, kann ich es gerade hier so ein bisschen ausrichten, habt ihr hier und hier eine Aluminiumhakenaufnahme. Ich zeig's mal. Ach, da, ne? Stell scharf. Macht er nicht. Egal, aber ihr habt eine Idee davon. Auf jeden Fall die Sehne, wie man sie kennt, mit mehreren, guck mal, ja, hier, mit mehreren Strängen, ist nur von hier bis hier. Das sind genau 29 Zoll. Also, wenn mal die Sehne verschlissen ist oder so, müsst ihr nur diese Stückchen austauschen, ersetzen. Und der Rest hier ist Stahlkabel, das mit Kunststoff ummantelt ist, einfach damit es besser aussieht. Man bräuchte es nicht, außer es wäre ein rostender Stahl, wovon ich jetzt hier sogar ausgehe wegen Preis. Edelstahlkabel haben das Problem, die geben nach ein bisschen und das will man ja nicht. So, die Rollen habe ich mich auch dazu entschieden, dass die rund sind auf beiden Seiten und klein, weil das den Hintergrund hat. Beim Auszug habt ihr das Gefühl wie bei einem Recurve-Bogen. Also ihr habt nicht diese. Ihr habt zwar eine harte Wand, wo ihr dagegen zieht, und dann wird es langsam leichter, aber nicht so ruckartig leichter, sondern es ist ein kontinuierliches Ziehen ab der Wand, ich nenne es die Wand, wie ihr es vom Recurve-Bogen dann kennt. Wenn ihr dann weiterzieht, wird es kontinuierlich ein bisschen mehr und hier ist es umgekehrt, von viel nach weniger bis zum Let-Off-Punkt. Ist eine schöne Sache. Die anderen Cams heißen die da, glaube ich, nicht Rollen, weiß nicht. Die Profis unter euch wissen aber, was ich meine. Oder informiert euch selber mal. Die sind auf jeden Fall rund, deswegen Auszug gleich bleibend, die Kurve und nicht so ruckartig und alles. Hat keinen großen Einfluss auf Geschwindigkeit, so viel ich weiß. Das was, wenn ihr es besser wisst, informiert mich unten in den Kommentaren. Die Rollen an sich sehen aus, als wären sie aus Plastik, aber ich bin Metaller. Also ich arbeite den ganzen Tag mit unterschiedlichen Metallsorten und ich sage euch, das ist eloxiertes Aluminium. Von der Verarbeitung her gegossen und nochmal ein bisschen nachgearbeitet. Obwohl, nee, man sieht Drehspuren, könnte aber auch von der Gießform sein und wenn es ein Feinguss ist, alles fein. Feinguss, alles fein. Insider. Oder halt nochmal ein Spänchen drüber gedreht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es ein qualitativ hochwertiges Aluminium ist. Ja. Lager kann ich, ich habe noch nicht auseinander gehabt, aber so wie ich das sehe, sind es Messingbuchsen, keine Kugellager oder sowas. Die Welle an sich scheint 4 oder 5 mm ist die und hat halt Kunststoffabstandhalter. Ich bin hingegangen und habe einen Tropfen, ja, wie heißt das Zeug nochmal? Ich nenne das mal Öl, das hat einen speziellen Ausdruck, da Kunststoffteile und manche Öle sich nicht vertragen und das Kunststoff porös wird. Es ist ein Spezialöl extra dafür, also nicht irgendein Öl da reinschmieren oder irgendein Fett. Passt da bitte auf. Generell, egal wo. Ja, das dazu. Und ja, das ist ein Sehnenabstandhalter. Machen wir mal so. Seht ihr es? Ja, hier. Wenn ich den nicht dran habe, sind die Kreuzverbindungen, nenne ich es mal, sehr nah an der Sehne. Und wenn ihr dann den Pfeil loslasst, schrapsen die Federn, Flights, Fletches, ihr wisst, was ich meine, hauen da dagegen und euer Pfeil wird abgelenkt. Genauso die Pfeilauflage hier, das hier. Das ist das Billigste vom Billigsten, aber es funktioniert. Ich werde mir jetzt noch eine andere organisieren, weil ich eine Kleinigkeit festgestellt habe, da komme ich jetzt nämlich drauf. Wenn ihr Pfeile schießt, und er liegt hier auf. Jetzt ist die Bewegung des Pfeils ja nach vorne. Sprich, halte ich mal ein bisschen schräg. Ne, so seht ihr es nicht. Egal.
Diese Kunststoffzunge, die kann sich runterbiegen. Hier diese kleine Kunststoffauflage, die bewegt sich auch. Jetzt habt ihr nur ein Problem. Weiter wie hier geht's nicht. Die ist immer noch im Weg. Da ist hier der komplette Steg mit dem Schraubgewinde. Jetzt habt ihr, ich habe da was vorbereitet. Jetzt habt ihr einen Pfeil, wie ich ihn bei meinem traditionellen Bogen schieße. Und zwar mit Federn. Seht ihr das? Die lassen sich ganz einfach komplett wegdrücken. Also wenig, was abgelenkt werden kann. Jetzt rutscht dieser Pfeil da drüber über das Kunststoff und drückt sich weg. Die Feder. Super Ergebnis. Also man merkt ganz wenig Einfluss. Jetzt haben diese Pfeile aber den Nachteil. Seht ihr das? Die haben ein Spine von, ich glaube, 600 war das. Also sehr weich. Also für einen Bogen mit wenig Zuggewicht. Und Archery Paradox optimal gewesen. Jetzt habe ich mir diesen Bogen geholt und habe gemerkt, die Pfeile stecken immer schräg in der Scheibe. Das heißt, der Spine-Wert passt nicht, die kommen schräg an. Also habe ich mir einen Rechner organisiert, beziehungsweise habe mich online darüber informiert, wie errechnet man den Spine-Wert, bei welchem Zuggewicht, bei welcher Pfeilgeschwindigkeit. Bin mal von den Daten ausgegangen, die mir mitgeliefert wurden und habe mir, na, jetzt muss ich vorsichtig sein, diese Pfeile organisiert. Sind Carbon auch, sind so ein bisschen beschichtet und glänzen die so, wie ihr seht, und haben auch so einen gewissen Carbon-Look. Ah, hier könnt ihr mal selber sehen, ist nichts Dolles. Moment, machen wir so rum. Ist nichts Dolles. Irgendwie DNQ Archery. Moment, ich muss es so rumhalten. DNQ Archery 400er Spine. Darum ging es mir. Die sind, ja, seht ihr, die sind wesentlich weniger. Und der fliegt jetzt auch gerade und alles optimal. Problem ist, dass die hier, die Fletches, aus Gummi sind oder so ein Kunststoff. Da. Ja. Ist wesentlich anders als die Federn. Jetzt habe ich beim ersten Schuss schon gemerkt, ich lege ihn ein, halt an, lass los und dieses Teil, pop, haut dagegen und mein Pfeil macht während dem Lösen, pop, das sieht, seht ihr richtig. Und er springt so weg und fliegt in eine Richtung, die ihr überhaupt nicht beeinflussen könnt. Ein Fall, den habe ich deswegen direkt gekillt, weil ich habe die Scheibe nicht getroffen, sondern hinten dran die Wand. Uncool. Informationsinteresse geweckt und nötig. Also, warum ist das so? Okay, Pfeilauflagen. Ja, es gibt unterschiedliche. Es gibt Drop-Off mit, wie heißen die anderen, Klingenauflage, also ein kleines Metallblättchen, was so ein V ist, wo der Pfeil genau drinne liegt. Und die Drop-Off, wenn ihr löst, fallen runter und der Pfeil kann einfach fliegen. Und es gibt die Wisher Biscuits, dann so runde Teile. Ich blende euch mal hier ein, die unterschiedlichen Sorten. Also wir haben normale Pfeilauflage, wie ich sie jetzt habe. Die gibt es auch nochmal in der Variante mit so einem Draht, glaube ich. Magnetisch, der dann zurückbleibt. Ihr müsst ihn sehr separat wieder aufstellen. Wird sehr viel bei olympischen Schützen, Recurve-Schützen benutzt. Dann gibt es die Auflage mit der Klinge. Das da. Und es gibt die Drop-Off-Auflage, die halt runterfällt, wenn ihr schießt. Und es gibt die Variante mit diesen Biscuit-Scheiben. Die gibt es auch in zwei Versionen. Einmal ein kompletter geschlossener Ring mit Bürste, wo die dann durchgehen. Habt ihr natürlich auch wieder Geschwindigkeitsverlust, beziehungsweise je nachdem, wie gut die da durchgehen, kann es da auch passieren. Und es gibt halt noch welche, die sind dreigeteilt, die genau über diese, da, über diesen 120 Grad hinweg sind. Dass auf jeden Fall immer die Fletches oder eure Flights oder Federn oder was ihr, wie ihr das auch immer nennen wollt, dass die frei sind. Und der Pfeil wird nur auf drei Punkten gehalten. Und ich denke mal, dafür werde ich mich entscheiden. Da ich ein Schütze bin, ich bin nicht immer hundertprozentig gerade mit dem Bogen, sondern ich lehne mich leicht nach vorne. Das kommt vom traditionellen Bogenschießen. Ich bin kein Schütze, der hundertprozentig gerade steht, sondern eher ein bisschen gebeugt nach vorne. In den Knien, kommt vom 3D-Bogensport, ist es auch teilweise nötig, so zu schießen. Und mit einem Compound-Bogen immer hundertprozentig gerade sein, ist nötig, um richtig gut zu schießen, aber ich schieße nicht olympisch. Ich schieße intuitiv, auch mit einem Compoundbogen. Und dann kann der, weiß ich ja auch, wie der Pfeil fliegt, wenn, bei welchem Neigungswinkel. Das kann man sich merken oder beziehungsweise ins Gefühl bekommt man das. Ja, so viel zum Thema Compoundbogen.
Das ist kein echtes Review, aber mein Erfahrungsbericht ist, es ist total genial. Es macht Spaß, es ist anstrengend, wie es auch sein muss, aber ihr kommt entspannt und glücklich nach Hause, ohne Hunderte von Euro ausgegeben zu haben. Denn der hier ist vollkommen in Ordnung dafür. Es ist ein Einsteigermodell, ihr könnt ihn aber auch etwas länger benutzen, ihr könnt ihn aufpeppen mit Visieren, mit Pfeilauflagen, mit Stabilisatoren dran. Das Ding kann nachher aussehen wie so ein olympischer Hightech-Sportbogen, außer halt, dass ihr die Rollen nicht austauschen könnt. Ja, was noch? Ach ja, Lieferumfang. Ups, Lieferumfang. Bisschen ein paar Imbusschlüssel, ein paar Messingvisiere mit so Knüppelchen oben drauf. Und hier, das Teil kommt an den Bogen dran. Da kommen dann eure Visiere, je nachdem, ob ihr es wollt oder nicht. Oder kauft euch andere Visierarten. Es gibt zig. Google ist euer Freund. Ja, so viel dazu. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut wieder rein. Es werden auf jeden Fall noch detailreichere Reviews kommen. Und auch ein paar Erfahrungsberichte. Ja, bleibt auf dem Laufenden. Denkt dran, wer draußen ist, sieht mehr vom Leben. Bis dann. Ciao.